Grüezi Gott, ihr Lieben, hier bin ich wieder. Ja, was soll ich sagen? Manche von euch haben das nicht verstanden, was ich gestern gesagt habe. Also viele haben dann eben über Lebensfreude gesprochen. Aber Freude ist was anderes als Spaß. Ja? Also ich bin in einer wirklich, ja, für mich maximalen Lebensfreude. Vor allem, wenn ich an frühere Zeiten denke, dann ist alles gut. Ja? Aber es geht um den Spaß beim Spiel. Diese Lachflashs. Ja, dieses irrsinnige Gefühl, dass du wirklich unfassbar witzige, das ist gerade echt unfassbar witziges, da, was auch immer. Und damit meine ich natürlich nicht, ja, irgendwelchen schwarzen Humor oder wenn man sich über andere Menschen lustig macht, ja, da gibt es auch einen alten Humor, der nicht gut ist, und ich meine auch nicht betrunken, sondern wirklich sowas echt Irrsinniges, ja, wo dir die Bauchmuskeln schon wehtun, ja. So richtige Lachflashs. Das sind, sagen wir mal, die Spitzen des Spaßes. Aber da gibt es natürlich auch noch ganz viel dazwischen. Ja? Das ist aber nicht Freude. Ja? Freude ist was, will nicht sagen komplett anderes, aber wirklich was anderes. Freude, ja, da kann man in die Natur gehen und kann sich da von Mutter Gaia, ja, Inspiration holen, weil man sich einfach gut fühlt in der Natur. Und da gibt es ganz viele andere Dinge, die man machen kann, dass man Freude empfindet. Ja, aber das ist nicht Spaß. Und ich habe ja auch ganz explizit über Spielen gesprochen. Viele von uns spielen ja gar nicht mehr. Und ich meine eben nicht so Gesellschaftsspiele. Die können natürlich diesen Spaß beinhalten, aber oftmals macht man das eigentlich aus Zeitvertreib. Mit Kindern ist alles ein bisschen anders, ist auch klar. Ja? Wenn man mit Kindern spielt, dann hat man auch die Aufgabe, ihnen beizubringen, dass man verlieren kann, dass man, wenn man gewinnt, auch ein guter Gewinner ist, ja, dass das auch letztendlich eine Glückssache ist bei vielen Spielen. Die beruhen ja vom Prinzip darauf, dass es Glückssache ist. Es gibt ganz wenig Spiele, wo es dann wirklich um Intelligenz und um Fähigkeiten geht. Und da müssen sich die Erwachsenen, also da spreche ich natürlich auch aus meiner eigenen Erfahrung, auch ein wenig zurückhalten. Da sollten sie die Kinder eben nicht vorführen. Ja, das war bei mir halt ein bisschen der Fall. Deswegen habe ich mit Gesellschaftsspielen keinen großen Spaß. Ja. Beim Kniffeln zum Beispiel, da geht es ja eigentlich wirklich nur um Glück. Ja. Natürlich könnte man jetzt üben, da was zu manifestieren, aber das wusste ich ja damals auch nicht. Ja. Als wir viel gekniffelt haben, da musste man halt dementsprechend Glück haben. Und tatsächlich habe ich mich oft in eine schlechte Laune reingewürfelt. Da kann ich mich auch noch dran erinnern. Und dann wird es nicht besser. Nur hat es keiner gecheckt. Ja? Vielleicht haben wir sogar ab und zu mal sowas gesagt. Ja? Weil es ist ja eigentlich ein magisches Spiel. Also alles, was mit Glück zu tun hat, wäre eigentlich ein magisches Training. Ja? Dass man merkt, in einer hohen Schwingung, mit einer guten Laune, hat man mehr Glück. Das lässt sich gar nicht von der Hand weisen. Ja? Ich habe euch ja mal erzählt, ich erzähle es nochmal ganz kurz. Das war ein Mensch-ärger-dich-nicht-Spiel zwischen meinen zwei Stieftöchtern. Und die Große hat um Längen geführt. Die musste eigentlich nur noch eine Figur ins Haus bringen, brauchte dafür halt eine bestimmte Würfelzahl. Und die kam aber nicht. Und die Kleine war noch mit drei Spielfiguren am Anfang des Spiels. Und dann habe ich wirklich gesagt, pass auf. Wenn du jetzt dran glaubst, wenn du wirklich dran glaubst und wieder eine Spielfreude entwickelst und nicht ständig in diesem, das ist unfair, weil so war sie, ja, sie war da sehr knatschig. Und dann hat sie geswitcht und die hat das Spiel noch gewonnen. Und es war total episch. Wir drei sind wirklich da gestanden und haben gesagt, das gibt's doch gar nicht. Es hat die Große sogar gut ausgehalten, weil es ging ja auf ihre Kosten eigentlich. Aber eigentlich haben wir damals alle drei was gelernt, ja. Mir war es nicht klar, dass es so deutlich geht. Ja? Das war natürlich auch von der geistigen Welt geführt. Also wir hatten da, glaube ich, relativ viel Hilfe von unseren Engeln und haben da nicht zu dritt gespielt. Ich glaube, da haben viele gespielt. Aber das war wirklich so kurios. Wir waren wirklich total baff. Ja? Wir waren alle drei total erschlagen von dem Spielergebnis, das die Kleine dann noch gewonnen hat. Ja? Und wie gesagt, also die Große hat es gut ausgehalten. Es hätte sie auch so erleben können, dass jetzt auf einmal alle gegen sie sind, weil ich der Kleinen geholfen habe, an ihrer Schwingung zu arbeiten, damit sie dieses Spiel noch gewinnt. Aber alle haben gefühlt, ja, das war was Besonderes. Ja. Aber selbst das ist ja kein Spaß. Das war Freude. Ja. Wir waren nicht am Boden gelegen und haben uns kaputt gelacht, weil es so witzig war.
oder waren so euphorisiert. Ja? Das ist einfach so ein Riesengefühl, das dann da ist. Da. Man könnte jetzt auch philosophieren, ob das vielleicht ein Gefühl ist, das wir dann vielleicht gar nicht mehr so haben, weil die Freude ausgeglichener ist, ja? Weil die Freude einen größeren Tiefgang hat. Ich glaube das aber nicht. Ich glaube ehrlich gesagt, dass viele Menschen das einfach verlernt haben. Und zwar dieses Kindliche, dieses Kindische, möchte ich fast schon sagen, zu leben. Einfach mal alle Gedanken übers Außen loszulassen und nur den Moment zu leben. Und dann, wenn es wirklich passt, dann ist es so witzig, ja. Und surprise, surprise, ich habe das nicht beim Gitarrespielen, ja. Ich merke beim Gitarrespielen oder jetzt auch grundsätzlich beim Üben oder auch beim Musikmachen, dass das in gewisser Weise anstrengend ist. Natürlich macht das Ergebnis mir Freude und auch währenddessen bin ich jetzt nicht furchtbar gestresst. Es stellt sich aber so eine gewisse Ungeduld bei mir ein und auch das anzufangen, ja, jetzt den Computer hochzufahren und die Programme zu öffnen, bis dann erstmal wieder ein Flow entsteht, da habe ich schon keine Lust mehr. Ja? Und ich mache nichts mehr, wenn ich keine Lust mehr drauf habe. Ich versuche mich nicht mehr zu etwas zu zwingen, weil es nicht dem Fluss entspricht. Ja? Das fühlt sich für mich eben nicht natürlich an. Und ich bin da wirklich im Glauben und Vertrauen, dass ich da gut geführt bin. Und auch diese Zeit, die jetzt gerade da ist, die wird vorübergehen. Das weiß ich. Habe die auch schon häufiger mal erlebt in den letzten Jahren. Ja? Dann hat noch jemand was gesagt, was tatsächlich richtig ist. Seit mein Kater verstorben ist, da hat sich bei mir was verändert. Und zwar habe ich eigentlich immer noch einmal am Tag so einen Weinanfall. Ja? Also das ist jetzt etwas, was sich auch gut anfühlt, muss ich sagen. Das ist nichts, was furchtbar traurig ist. Aber in gewisser Weise schlägt sich das auch auf meine Laune nieder. Und damit meine ich wieder nicht Schwingung. Auf die Schwingung hat es keinen Einfluss, aber auf die Laune. Weil man natürlich zum Beispiel, ja, wenn man eben gerade diese Tiefe gefühlt hat und diese Liebe, dann ist der Lachflash weit entfernt. Ja? Also habe ich festgestellt, dass ich momentan nicht ganz so witzig bin, wie es vielleicht davor noch war. Und natürlich hat der Kater hier auch etwas fürs Feld getan. Ja? Und wenn ich dann ins Zimmer gekommen bin, dann habe ich ihn ja sofort gesehen. Also vom Schlafzimmer ins Wohnzimmer und dann lag er meistens in der Terrassentür, ja? Noch innen. Und natürlich hat das was mit mir gemacht. Ja? Also ich habe ganz häufig auf einmal den angesehen und so eine tiefe Liebe gefühlt. Und das fehlt mir natürlich. Ja? Nur weiß ich eben auch, dass es jetzt nicht sinnvoll ist, sich einfach nur wieder eine Katze zu holen, sondern das ist ein Deal zwischen uns. Bei mir muss ich etwas entwickeln und das wird dann auch mit einem neuen Wohnort zu tun haben. Und auch da werde ich nicht einfach jetzt nur aus Verstandesgründen das Suchen anfangen. Ich habe schon immer geschaut, aber ganz ehrlich, ich gucke dann nach Villen, die über 1 Million kosten. Ja? Ich gucke mir gar keine Bruchbuden mehr an, wo man dann ganz viel machen muss, ja? Wo dann wahrscheinlich auch die Heizkosten unfassbar hoch sind. Das wird ja doch ganz lustig mit uns. Da machen ja die Politiker gerade den völligen Schwachsinn. Aber darüber wollen wir gar nicht sprechen. Da gibt es genug, die sich schon darüber ausgelassen haben. Manchmal denke ich mir auch, wow, wie kann man in so langer Zeit über so wenig sprechen? Ja? Also ich habe da letztens eine Sendung gesehen von Zweien, die ich eigentlich mag, aber unfassbar. Die hätten das auch in 10 Minuten erzählen können, was sie dazu sagen hatten. Das ist einfach nicht zielführend und das lenkt nur ab. Ja, da kriegen wir Angst, dass wir frieren müssen im Winter. Was soll denn der Quatsch? Ja? Brauchen wir nicht haben. Ja? Das wird nicht geschehen. Und dazu hatte der 9th-dimensionale arcturianische Rat durch Susanne auch etwas zu sagen. Und zwar, warum stellen wir uns immer den Worst Case vor? Warum nicht den Best Case? Ja? Und der Best Case ist, ich komme zu genug Geld, damit ich mir einfach ein Haus kaufen kann, ohne Stress zu haben mit irgendwelchen Vermietern, ohne mich erklären zu müssen. Ich lege die Kohle einfach bar auf den Tisch und alle Diskussionen sind beendet. Ja? Ich zahle den Preis, der verlangt wird, Wumms, und ich kann umziehen. Ja? Kann mir auch eine Umzugsfirma holen, die mir hier mein Zeug durch die Gegend schleppt und fertig. Dann habe ich keinen Stress und es ist ganz schnell geschehen. Ja? Und warum sollte ich mir jetzt denken, ja, ich muss jetzt aber gucken, was ich jetzt für Möglichkeiten habe und mich mit denen rumärgern und dann irgendwie in die Hoffnung gehen, ja, dass es schon irgendwie einen Vermieter gibt, der Verständnis hat
für meine Situation mit schlechter Schufa und dennoch genug Geld, um die Miete zu bezahlen, das fühlt sich für mich einfach nicht stimmig an, ja? Also gehe ich tatsächlich auf das bestmögliche Szenario und das stelle ich mir vor und das möchte ich auch haben. Aus die Maus, Schluss, fertig. Und tatsächlich bin ich gerade auch weg von dem Hotel. Ich hätte eine Zeit lang mir eher eine Hotelanlage gekauft, wo dann eben ganz viele Menschen zusammenwohnen können. Aber da habe ich jetzt momentan einfach auch keine Lust drauf. Ich habe gar keine Lust auf so viele Menschen, ja. Weil ich glaube auch, dass das erwachte kollektive Feld noch gar nicht so weit ist, ja. Also ich habe ja immer wieder Kontakt mit den Menschen, auch durch Spiritscape, und stelle fest, ja, nee, noch viel zu viel Ego, es ist noch einiges zu tun und es müssen noch Entwicklungen geschehen, damit man wirklich auf Augenhöhe zusammenleben kann, ja. Und ich muss das ja auch nicht machen. Ich kann ja dann auch sagen, gut, dann macht es irgendjemand, dann schaue ich mir das an und dann ziehe ich dazu. Das kann ich auch so machen, ja. Und übrigens, das würde auch nur eine Freude, eine große Freude auslösen. Das wäre kein Spaß. Ich weiß nicht, ob es mir jetzt gelungen ist, euch den Unterschied wirklich zu erklären. Ich weiß auch nicht, ob diejenigen, die wirklich sofort gedacht haben, ich würde Freude meinen, vielleicht eben diesen Spaß gar nicht in ihrem Leben haben, ihn überhaupt nicht kennen. Er vielleicht auch wirklich so lang her ist, dass sie sich denken, das passt gar nicht mehr zu erwachsenen Menschen. Ja, weil ich sehe es ja auch, wie zum Teil die Menschen rumlaufen und dass sie eben nicht diesen Spaß haben, dass sie nicht diese Lockerheit haben, um diesen Spaß zuzulassen. Ich kann euch mal zwei Situationen erzählen, wo ich das wirklich schon eine Vorfreude hatte. Also eigentlich war es schon Spaß. Und zwar, das war noch in der alten Wohnung, also bevor wir nach Zorneding gezogen waren, hatten wir noch so eine Zwischenwohnung, wo die Mädchen schon jeweils ein Zimmer hatten. Und dann war die Idee, weil wir waren im ersten Stock, obwohl der Garten eigentlich, der zum Haus gehört hatte, für alle da war, haben den doch unsere Nachbarn aus dem Erdgeschoss in Beschlag genommen, war aber völlig in Ordnung für uns. Ich war eh nicht viel daheim, ich habe eh viel gearbeitet. Und die Mädchen hatten dann vor, also meine zwei Stieftöchter hatten vor, im Garten zu übernachten, ja, mit Zelt. Und wir hatten auch einen Balkon, also das heißt, wir konnten rausgehen und auf den Garten schauen. Und dann habe ich schon gewusst, wenn sie das machen, dann werde ich mir einen Spaß erlauben. Ja. Und zwar habe ich dann ganz viel Wasser eingefroren, das ich dann nachher so zerbrechen konnte, um dann in der Nacht auf dieses Zelt zu zielen. Ja. Und ich sag's euch, schon bei dem Gedanken, ja, das war so witzig. Ich habe genau gewusst, dass das so witzig ist, ja, wenn die zwei da im Dunkeln dann so sich Geschichten erzählen und auf einmal raschelt irgendwas in ihrer Nähe oder es knallt was ans Zelt, ja. Und schon vorher war das so eine Riesenfreude, ja, jetzt sage ich wieder Freude, aber es war eigentlich ein Spaß, den ich mir da erlaubt habe, ja. Und wir haben alle drei dann am Ende so gelacht, aber vor allem, ja, diese Idee, dieser Gedanke, das zu machen, ja, und dann das Wasser einzufrieren, damit ich genug Munition hatte, um dann eben da was aufs Zelt werfen zu können, das war so witzig, ja. Also, und das war einfach nur ein Spaß, ja. Und das andere Mal war es, da hat mich meine Frau angerufen, das hat sie relativ häufig gemacht, dass ich sie nach einem Treffen mit ihren Freundinnen vom S-Bahnhof abholen soll, damit sie nicht den Weg dann latschen muss. Und das habe ich gemacht und ich habe aber die Kleine mitgenommen und ganz spontan ist mir eingefallen, pass mal auf, setz dich jetzt hier an den Fahrersitz und ich verschwinde mal ums Eck. Und dann kommt meine Frau die S-Bahn-Treppe hoch, sieht das Auto da stehen und fragt sofort, wo ist der Wolfgang? Und sie so, der hatte keine Lust, ist daheim geblieben. Und meine Frau war so perplex. Ja. Und ich meine, ich bin dann relativ schnell wieder ums Eck hervorgekommen und habe das aufgelöst, aber das ist einfach ein Bild für Götter, wie meine Frau da wirklich nicht verstanden hat, was da gerade abgeht. Ja. Sitzt die, keine Ahnung, wie alt sie da war, 12-Jährige am Steuer und holt die Mama vom S-Bahnhof ab. Ja, sowas meine ich, ja. Und ich habe immer wieder so witzige Ideen und witzige Sachen gemacht. Und deswegen habe ich auch gestern gesagt, das hat viel auch mit anderen Menschen zu tun, ja. Die Situationen wären ja nicht gegangen ohne andere Menschen. Dass man andere eben, ja, überrascht, sage ich mal, ja. Und ich nenne das jetzt nicht Streichespiel, ja.
weil Streiche spielen, das geht oftmals auch nach hinten los. Man muss wirklich auch gut einschätzen können, wenn man sowas macht, wie der andere reagiert. Und ich habe sowas geliebt, ja. Ich habe sowas einfach geliebt. Und meine Lehrerin-Freundin, die ist auch immer noch feste Überzeugung, dass ich echt unfassbar witzig bin. Und in letzter Zeit bin ich das nicht mehr in diesem Maß, ja. Das muss ich mir einfach eingestehen. Und deswegen kam mir auch für mich die Botschaft, dass ich, ja, wieder für mehr Spaß in meinem Leben sorgen darf, ja. Ich sage jetzt bewusst nicht soll, sondern dass das eine gute Idee wäre. Nur fehlt mir da so ein bisschen einfach die Inspiration. Ja? Wie gesagt, einfach nur rausgehen, ja, Freude. Ich habe eh Freude, ich habe auch hier drin Freude. Wenn ich mir meinen großen Salat vorher gemacht habe, habe ich Freude. Und auch diese Podcasts machen mir Freude. Wenn ich diese Podcasts gegen meinen Willen machen müsste, einfach nur, weil ich gesagt habe, ich ziehe das durch, ich mache das jetzt, dann würde ich das nicht machen, das würde ich gar nicht durchhalten, das geht nicht. Ja? Ich kann nichts mehr machen, was mir keine Freude bereitet. Ja? Auch wenn ich jetzt hier einfach nicht da sitze und mich wie ein kleines Kind freue, eben einen riesen Spaß habe ich jetzt nicht dabei, aber das klingt merkwürdig, weil ich habe Freude dabei. Ja? Ich weiß nicht, ob es euch jetzt wirklich klar ist, was ich meine mit dem Unterschied zwischen Freude und Spaß. Ja? Und Spaß hat eben auch viel mit Spiel zu tun, ja, mit eben, wie gesagt, diesem kindlichen, kindischen, losgelösten, ja, eben auch wirklich im Hier und Jetzt befindlichen, ja, Gefühl. Und das sprudelt dann wirklich so über. Das ist einfach wie so eine Gefühlsexplosion, wo man einfach sich kaputt lacht, ja. Und was dabei auch wichtig ist, dass man wirklich über sich selbst lachen kann. Dass man da relativ ego-befreit ist und auch deswegen können das Kinder besser als Erwachsene. Also bei den Mädels war zum Beispiel der Spaß vorbei, als die so um die 14 Jahre waren. Da ging es dann wirklich darum, wie schauen die aus, wie sind die geschminkt, wann darf ich mich wo besaufen, dass die Eltern das nicht mitbekommen, wann darf ich nach Hause kommen, weil ich möchte auf Party gehen, mit sehr viel älteren Jungs auch, ja. Ist halt so, dass man bei Mädels das Alter schon kaum einschätzen kann, wenn die ja, sich ein bisschen herrichten. Ich weiß noch, als ich in der Realschule war, da war ich auch so 14 und da war eine Klassenkameradin, die mir wirklich gut gefallen hat. Aber damals ja, waren Mädchen noch nicht so wirklich interessant für mich. Aber die hat mir gut gefallen und ich glaube, ich habe ihr auch gut gefallen. Nur was mich total eingeschüchtert hat, als ich dann festgestellt habe, die ist mit 18-Jährigen unterwegs, die schon Auto fahren. Und die sagt denen, sie wäre 16, 17 Jahre alt. Sie lügt halt mit ihrem Alter, damit sie da gut durchgeht als Freundin. Und da haben Mädels auf einmal, von heute auf morgen, ganz andere Möglichkeiten. Und Jungs interessieren sich in dem Maße dafür noch gar nicht. Ja? Also zumindest ist das meine Erfahrung. Ich möchte es auch nicht so pauschal sagen, aber das ist meine Erfahrung aus meinem eigenen Leben und meinen eigenen Beobachtungen. Also scheinbar hat es schon viel mit diesem Pseudo-Erwachsenwerden zu tun, mit dem, dass man auf einmal ein Ego hat, das eben Trennung herbeiführt und dadurch möchte man im Außen eben sich nicht lächerlich machen. Und dann kann man nicht mehr so gut über sich selbst lachen. Dann empfindet man auf einmal ja, alles wie eine Riesenprovokation und ärgert sich über andere Menschen. Ich weiß noch, gerade die Kleine hatte eine sehr gute Freundin, mit der war sie sogar ja, ein paar Wochen bei ihr daheim in Dresden. Ja. Und die waren wirklich sehr gut befreundet. Und auf einmal haben die kein Wort mehr miteinander gesprochen. Ja. Und das war eben auch in diesem Alter. Und es ist einfach unfassbar, wie schnell man in dem Alter dann auch beleidigt ist, weil das Ego verletzt worden ist. Und natürlich haben die Kinder dann wahrscheinlich und Jugendlichen untereinander auch Spaß, aber das hat dann eben ganz viel mit Alkohol zu tun, mit Party machen und wahrscheinlich dann auch mit Knutschen, also eben auch mit dem Interesse am anderen Geschlecht. Aber dieser kindliche, unschuldige Spaß, der findet da auch nicht mehr statt. Dabei wäre der so wichtig und so heilsam und so hilfreich für unsere Entwicklung. Und ich glaube jetzt, dass ich es gut rübergebracht habe. Und dass die Menschen, die mich angeschrieben haben und mir Tipps gegeben haben für mehr Freude im Leben, dass die hoffentlich jetzt auch verstanden haben, was ich wirklich meine. Also ich meine wirklich Spaß. Eine wirkliche Explosion an Gefühlen, die eben einen unfassbar zum Lachen bringen und wo man sich nur glücklich fühlt in diesem Moment. Ja?
im Prinzip ein Freude-Orgasmus. Und das ist es auch nicht, ja. Weil natürlich kann man mit Tränen in den Augen auf die Natur schauen und sich glücklich fühlen und sich unfassbar eben darüber freuen, wie schön alles ist. Das ist Freude. Spaß ist was anderes. Und Spielen ist auch etwas anderes als einfach nur spazieren gehen. Ja? Oh, es ist kompliziert. Na gut, ihr Lieben, ja? Dann freue ich mich auf morgen. Haut rein, bis dann. Ciao, servus. Wuhu. Yippie!